So, und damit hallo und herzlich willkommen zu Nightmares 2. Lange angekündigt, endlich zocke ich es jetzt mal. Endlich habe ich mich mal dazu überwunden. Ich bin, was das angeht, echt ein Schisser. Also, ich weiß jetzt nicht, sollen wir mal mit dem Prolog zocken? Oder direkt hier bei Kapitel 1 anfangen? Das ist ja Nightmare House 1. Weiß ich nicht, vielleicht hänge ich das hinten dran. Oder? Ich weiß es nicht, also ich habe Nightmare House 1 nämlich schon relativ weit gezockt. Und ich weiß es echt nicht. Nightmare House 1 habe ich noch so ein bisschen im Kopf. Nightmare House 2 habe ich zwar mir schon Let's Plays so angeguckt, auch schon komplett durch, aber ich habe es noch nie angezockt. Gut, Panik habe ich sowieso jetzt schon vor dem Spiel. Juhu! Ach, ich weiß echt nicht. Sag doch mal was. Komm, es geht um Nightmare House 2, also zocke ich Nightmare House 2. Ja. Hab Panik. Ich hab echt Panik. Also, auch wenn ich's kenne, meine Angst ist nicht gespielt. Ich bin da tatsächlich recht anfällig. Also normalerweise bin ich nicht so schreckhaft, aber ich steigere mich in diese Drecksspiele einfach so rein, dass ich quasi ausraste. Also, wenn ich hier irgendwie mal vor Schreck meine Maus durchs Zimmer werfe, dann wisst ihr Bescheid. Same as it always was, isn't it? The mind just keeps sending you back again. It's interesting how you can find comfort in any familiar situation. Even a familiar nightmare. Wake up. It's time for the real nightmare to begin. Das macht ja Hoffnung. Ich habe jetzt schon Gänsehaut. Es ist ein okay, die Mausempfindlichkeit ist hoch eingestellt. Immer erst ins Dunkel gucken. Gute Idee, Lennart. Die Taschenlampe? Nee. Alter, da wird echt blöd bei hier. Security Alert. Area under lockdown. Please remain calm. And wait for further assistance. Ja, sicher. Die Assistenz kann ich mir schon denken, ja. Ich will das nicht spielen. Der sieht auch noch gesund aus. Also, wieso läuft das Ding denn hier wie besoffen? Ich will eine Taschenlampe. Rennen. Was? Aha. Security Room. Augen zu und durch. Ja, Siggi, da gehe ich jetzt rein. Also es tut mir leid, wenn ich das so... Ich sehe gar nichts. Wenn ich das so übervorsichtig spiele. Es liegt einfach daran, dass ich echt Angst habe. Kann ich hier aufnehmen? Ja! 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 Oh. Was ist hier denn noch? Security Alert rescinded. Lockdown removed. Ist toll. Hello?
me? Yes, I'm talking to you. Look, if you want to get out of here, then do exactly as I say. I know you have a lot of questions, but for now it's absolutely vital that you get here as quickly as you can. First, we're going to need to get you armed. Head to the cafeteria, then to the kitchen. You'll find a surprise waiting for you there. You'll need it. Das war doch was. Also noch ist ja das Licht an. Ich kann ja aber schon denken, wie lange das noch so bleiben wird. Hat sich gerade das Bett bewegt, ja wunderbar. Ja, wo ist er denn jetzt hin? Und was tropft hier so rum? Security Alter! Patient leaving cell block with escort. Security and medical staff proceed to the cell detention area immediately. Ich weiß. Natürlich nicht. Das sind Schuhe. Ah. Was ich an dem Spiel wenigstens noch vernünftig finde, im Gegensatz zu manchen anderen Horrorspielen, hier gehen die Türen nicht sofort wieder zu und man kriegt jedes Mal einen Schock, wenn diese Dreckstüren zugehen. Okay. Das Schlimme ist, ich habe, wie gesagt, diese Let's Plays gesehen, aber alles vergessen. Ich habe tatsächlich keinen Plan mehr, was ich tun soll. Ach, noch eine Tür. Aha. Boah, ich sollte mal. Oh. Komm, ey. Ja, was soll ich denn jetzt hier? So, die Tür. Also hier werde ich schon mal gar nicht viel labern. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob ich das schon mal gesagt habe. Alter, daran konnte ich mich noch ein bisschen erinnern. Mit dem Haken würde ich mich noch ein Stück weit sicherer fühlen. Das Gefühl von unbeschreiblicher Sicherheit macht sich in mir breit. Alter! Alter. Ja, kann ich jetzt. Ah, wunderbar. Okay, Augen zu durch. Also ich meine, wenn ich sage Augen zu durch, meine ich das wörtlich. Das heißt, ich mache dann tatsächlich hier die Augen zu. Nee. Also ich mache das auch nicht freiwillig. Ich, der Chef, hab das mal angekündigt, dieses Spiel zu spielen. Wo? I see you found my axe. God knows how it found its way out here, but you should consider it a blessing. You have no idea how much you're going to need it. Things have gotten pretty ugly here. I wish we could continue this pleasant conversation, but you better keep moving. I'm unlocking the doors for you. Lass es lieber zu, ich möchte hier warten, bis das Spiel vorbei ist. Natürlich. Ich werde auch noch beobachtet. Fickt euch doch. Welche Door unlockt der? Achso. Aber wie ich so lange Gänge liebe, das ist nicht so toppen, wie ich die liebe. Augen zu durch, Augen zu durch. Vor allem Räume, in denen Danger steht.
oder vor dem Danger steht. Das kann ich denn hier oben machen? Nicht. Das ist ja beste Voraussetzung. Ich weiß nicht, ob man mich, also mich sollte man hören, aber ich weiß nicht, ob man hier die Spielsounds ganz gut hört. Achso. Weil mein Headset ist extrem laut und da muss ich die Spielsounds immer ein bisschen runtersetzen, weil sonst fliegen mir echt die Ohren weg. Und ich hoffe mal, dass man noch so ungefähr, also hier die, wenn die mit einem labern und den ganzen Kram, wenn man das... Kann ich mich denn ducken? Gibt es nicht noch einen anderen Weg?